So. Dieser Planet wird mir gehören. Los geht's. Ich gewinne, wie immer. Das nenne ich mal einen Auftritt. Los geht's. Knie nieder, Vorsa. Ich gewinne, wie immer. Dank Athena bin ich gnädig. Los geht's. Ah! 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 Ah!
Ich gewinne. Wie immer. Ich gewinne, wie immer.
Ich gewinne. Wie immer. Muss ich die Welt an meine Überlegenheit erinnern? Los geht's. Du hast es so gewollt. Willkommen in der Welt der Schmerzen. Ich gewinne. Wie immer. Zod gewinnt immer. Ich gewinne. Wie immer. Los geht's.
Ich gewinne. Wie immer. Ich gewinne. Wie immer. Superman.
wieder vor Sonn. Zods erstes Ziel nach seiner Befreiung aus der Phantomzone, der Sieg über Superman, war erreicht. Jetzt konnte er seine Rachepläne verwirklichen. Seine Zeit in der Phantomzone gab Zod Gelegenheit, ihre Geheimnisse zu lernen. Er hatte sogar von einem ihrer Einwohner gelernt, kleine Teile davon heraufzubeschwören. Nachdem er Superman in ihre den Geist betäubende Ödnis verbannt hatte, nahm Zod den Posten des Hohen Rates ein und begann, die Erde nach dem Vorbild des großen Kryptons neu aufzubauen.